Guten Tag oder Bonjour. Wir kommen jetzt zum Hauptteil der Medienkonferenz, zum Pièce de Résistance. Je salue et je remercie chaleureusement nos invités d'honneur, François Gibault, ami de l'artiste et président de sa fondation, et Sophie Webel, directrice de la fondation du Buffet, ainsi que Raphaël Bouvier, commissaire de l'exposition. Über den ersten Höhepunkt des Jahres hätte sich Ernst Beiler besonders gefreut. Er und Dubuffet lernten sich schon in den 1950ern in Paris kennen und arbeiteten viele Jahre eng zusammen. Beiler zeigte 6 Einzelausstellungen von ihm in seiner Galerie und verkaufte 750 Arbeiten. 12 bedeutende Dubuffet-Werke erwarb er für die eigene Sammlung und schenkte sie unserer Stiftung. Der Gründer unseres Museums leistete einen entscheidenden Beitrag dazu, den Künstler international bekannt zu machen. Jean Dubuffet wurde einer der einflussreichsten europäischen Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und in fast allen großen westlichen Museen gesammelt und ausgestellt. Im neuen Jahrhundert ist es aber etwas stiller um ihn geworden. Das wollen wir mit dieser Ausstellung und Ihrer Hilfe ändern. Es ist die erste Dubuffet-Ausstellung in der Schweiz im 21. Jahrhundert. Die letzte internationale Retrospektive von 2001, auch schon eine Weile her, im Centre Pompidou in Paris statt. Gerade weil Dubuffets Malerei kulturelle Konventionen in Frage stellt, Gegensätzliches verbinden und ineinander verwandeln kann und ihre Kraft aus der Natur und ihrem Material schöpft, scheint sie für unsere Zeit und ihre Kunst wieder relevant. Davon zeugen auch die Statements von berühmten Künstlern wie Oldenburg, Hockney, Baselitz, Basquiat, Barcelo und Rondinone im Katalog. Dubuffet war ein Rebell, der die klassische bürgerliche Kultur und die intellektuelle Ideenkunst für blutleer hielt und sich über sie lustig machte, aber auch nach Alternativen suchte. Er stellte alles und jeden in Frage, auch sich selbst. Für den Künstler gilt dasselbe wie für den Kartenspieler und die Geliebte, sagte er. Als Professionelle sind sie etwas zweifelhafte Figuren. Er suchte nach anderen ursprünglichen Quellen, beispielsweise in der Kreativität der Natur von Kindern, Geisteskranken und dem Karneval. Diverse Briefe bezeugen sein großes Interesse an der Basler Fasnacht. Seine Werke sind geprägt von gesellschaftskritischem Denken, von intelligentem Humor und mutigem Erfindergeist. Dubuffet hat andere Antworten auf die alten existenziellen Fragen gesucht. Woher kommen wir? Was sind wir? Und was ist wahre Kunst? Dafür hat er für die Kunst neue Quellen erschlossen und Territorien erobert. Inhaltlich genauso wie in Materialien und Techniken. Erde, Schmetterlingsflügel und neuartige Kunststoffe, Collagen aus Fragmenten von früheren Bildern, Mischungen von Landschaften mit Porträts und Stillleben, Skulpturen, die zur Landschaft werden, Kunst, die zum Theater wird, unrealistische Perspektiven, die Vereinigung von Gegensätzen, beispielsweise zwischen figurativer und abstrakter Kunst, zwischen Zeichnung, Malerei und Skulptur, zwischen Realität und Fantasie. Die Malerei arbeitet mit Zeichen, die nicht abstrakt und unkörperlich sind wie die Worte, schrieb der Künstler. Die malerischen Dinge stehen den bezeichneten Dingen selber viel näher. Sodann geht die Malerei mit Materialien um, die selbst lebendige Substanzen sind. Deshalb kann sie in der Annäherung an Gegenstände und im Erwecken von Vorstellungen weitergehen, als Worte es können. Dies schrieb notabene ein Künstler, der mit Worten umgehen konnte wie kaum ein anderer und selbst ein begnadeter Schriftsteller und Poet war. Mehr zur Kunst von Jean Dubuffet, jetzt vom Kurator der Ausstellung, Raphaël Bouvier, dem ich für sein Meisterwerk herzlich gratuliere. Es ist ihm gelungen, aus diesem enormen Oeuvre die Essenz der Qualitäten des Künstlers zu destillieren.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte mich auch herzlich bedanken für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich werde Ihnen relativ kurz eine globale Einführung in die Ausstellung geben, anhand von verschiedenen exemplarischen Werken, die in der Ausstellung präsentiert sind. In Jean Dubuffets vielseitigem Schaffen erweist sich die Landschaft als ein prägendes Leitmotiv. Angefangen beim Frühwerk wird es bis ins Spätwerk auf überraschende und doch kohärente Weise weiterentwickelt. Die Retrospektive in der Fondation Bayler geht inhaltlich von Dubuffets komplexem Landschaftskonzept aus, das ihm nicht nur als Ausgangspunkt sich fortwährend wandelnder Bilder von Landschaft selbst dient, sondern aus dem auch zahlreiche andere Bildthemen geschaffen werden. Alles ist Landschaft, wird Dubuffet oft sinngemäß zitiert. Und tatsächlich bildet in seiner künstlerischen Konzeption die Landschaft eine Basis, aus der sich letztlich alles in alles verwandeln kann. Damit formuliert er ein Grundprinzip seiner Kunst, das sich in der wechselseitigen Durchdringung und Transformation von Bildgattungen, Motiven und Materialien ausdrückt. Es sind diese besondere Wandlungsfähigkeit und Experimentierfreude, welche den Facettenreichtum von Dubuffets Oeuvre charakterisieren. In unterschiedlichen Ausformungen und in einem neu und andersartigen Verständnis ist die Landschaft bei ihm der Ort einer Befragung von Form, Raum und Materialität. Daher ist es in Dubuffets Bildfindungen die Landschaft, aus deren Vielseitigkeit heraus er immer wieder menschliche oder tierische Körper und Gesichter, aus denen sich entwickelt, aus denen sich Strukturen von Landschaft herausbilden können. So herrscht bei Dubuffet eine, ich zitiere, tiefgreifende Kontinuität zwischen allen Aspekten der natürlichen Welt und der unauffälligen Verlagerung der Materie zur menschlichen Figur. In dieser Hinsicht entsteht bei Dubuffet ein einzigartiges Zusammenspiel von Natur und Kreatur, in dem sich selbst das Objekt in eine Landschaft verwandeln kann. Landschaften stellen bei ihm daher keine getreue Wiedergabe einer äußeren Wirklichkeit dar, sondern sind Übersetzungen von inneren Bildern. Nachdem Dubuffet 1942 im Alter von 41 Jahren seine lukrative Arbeit als selbstständiger Weinhändler aufgibt, um sich ganz der Kunst zu widmen, entsteht zuerst das vielfarbig leuchtende Figurenbild Gare du Corps aus seiner ersten Werkgruppe Marionnette de la Ville et de la Campagne, das Bild, das Sie hier links sehen. Dieses Gemälde kennzeichnet den eigentlichen Wendepunkt in seinem Schaffen. In seinem Streben nach einer neuen, authentischen Kunst, jenseits kultureller Normen und ästhetischer Konventionen, malt Dubuffet hier ein Bild, das seine frühe, wegweisende Hinwendung zur unverbildeten Formensprache von Kinderzeichnungen zum Ausdruck bringt. Es freut uns umso mehr, dass gerade dieses Schlüsselwerk erstmals nach über 40 Jahren wieder in der Fondation Bayler dem Publikum präsentiert werden kann. Nur wenige Monate nach Gare du Corps schafft Dubuffet mit Des Chômages au Brabant, das Bild rechts, ein frühes Landschaftsbild, das nicht nur seine künstlerische Antikonventionalität und seinen Witz vor Augen führt, sondern auch sein besonderes Interesse für die Beschaffenheit des Bodens und den Untergrund an den Tag legt. Das Farbfeld, das in Gare du Corps zunächst am menschlichen Körper angewendet wird, verwandelt sich in diesem Bild in ein landschaftliches Feld aus Farbe, das es aufzupflügen und in die Tiefe zu erkunden gilt. In Bocage à la Vache und Paysage Vineux von 1944 entwickelt Dubuffet eine Form des Landschaftsbildes, das sich für sein Schaffen als besonders charakteristisch erweist. Darin wird die Landschaft als frontale Fläche mit sehr hoher Horizontlinie wiedergegeben und eröffnet zugleich einen gleichsam geologischen Blick unter die Erdoberfläche. Ein Liniengerüst unterteilt die plane Bildfläche in Felder, die einerseits Parzellen, Wege und Zäune, andererseits aber auch als sich in die Tiefe erstreckende Erdschichten gesehen werden können.
Auf bemerkenswerte Weise zeigt sich das Zusammenspiel von Innen und Außen auch in Dubuffets frühen Stadtlandschaften, wie etwa Fassade d'Immeuble aus der National Gallery in Washington, die Wände und auch Mauern in den Mittelpunkt stellen. Gerade im frontalen Blick auf die Häuserfassaden mit ihren aufeinandergeschichteten Stockwerken stellt er zugleich das Innenleben einer imaginären, unterirdischen Stadt dar. In seinen Stadtlandschaften sowie den Mauernbildern, die wir auch in der Ausstellung zeigen, zeigt sich auch die strukturelle Verbindung zwischen Boden und Wand als Übertragung vom Horizontalen in das Vertikale, die den Künstler später immer wieder beschäftigen wird. Folgt Dubuffet in seinen Gemälden der ersten Hälfte der 1940er Jahre materiell noch der traditionellen Öl- auf Leinwandmalerei, so entwickelt er ab 1945 in den sogenannten Haute Bath, wie beispielsweise Paysage Charbonneux, das Sie hier rechts sehen, eine neue Art von Farbteig, den er dick auf dem Bildträger modelliert. Darin wird, wie er selbst beschreibt, Kunst aus Materialien geboren. Gerade in Paysage Charbonneux mischt er der Farbmasse Sand, Lehm und Kohlestaub bei und schafft dabei im wahrsten Sinne des Wortes eine Landschaft aus Kohle. Tatsächlich hält Dubuffet ab 1946 in seinen Cahiers d'Artiste jeweils auch die ganz genauen Inhaltsstoffe und Verarbeitungstechniken seiner Werke auf ganz präzise Weise fest, so dass Bildanweisungen entstehen, die beinahe auch an Kochrezepte erinnern. Ab dieser Zeit äußert sich in seinen Bildern aber auch sein wegweisendes Interesse für die Kunst geistig kranker Menschen, die er während seiner Reisen durch die Schweiz 1945 in psychiatrischen Anstalten für sich entdeckte und dafür den berühmten Begriff der Arbrüt prägte. Zugleich verlagert sich in diesen Haute Bath nicht zuletzt auch die intensive Farbigkeit der frühen Gemälde auf eine auf Erdtöne reduzierte Palette, welche auch Dubuffets Bilder der 50er Jahre prägen wird. In den Jahren 1946 und 1947 schafft Dubuffet eine berühmte Reihe von karikaturhaften Porträts von Freunden und Bekannten, meist Künstlern oder Literaten, die er unter dem ironischen Titel «Plus beau qu'ils croient», also «Schöner als sie glauben», zusammenfasst und damit natürlich deren vermeintliche Hässlichkeit grundsätzlich relativiert. Dubuffet stellt darin die Gattung des Bildnisses in Frage und nähert es dabei über Material und Bildtitel dem Landschaftsbild an. So fordert er denn auch, ich zitiere, Porträts und Landschaften müssen einander ähneln. Das ist mehr oder weniger dasselbe. Ich will Porträts, bei deren Beschreibung dieselben Mechanismen greifen wie bei der Beschreibung eines Landschaftsbildes. Hier Falten und Furchen oder Wege, hier eine Nase, dort ein Baum, hier ein Mund und dort ein Haus. Gerade im Porträt seines Künstlerfreundes Henri Michaud, hier mit dem Titel Monsieur Plume, Pièce Botanique, behandelt Dubuffet die Bildoberfläche als landschaftlichen Nährboden, in den er sogar Pflanzensamen setzt und aus dem entsprechend der Dargestellte als botanische Figur herauswächst. Nachdem sich Dubuffet in seinen Porträts für neue Darstellungsmöglichkeiten des menschlichen Gesichts interessiert hat, verlagert er sein Augenmerk, angeregt durch Aufenthalte in der algerischen Sahara, wieder vermehrt auf landschaftliche Themen. Sowohl in Algerien wie auch in Frankreich entsteht eine Reihe von Werken, die sich dem Erlebnisse der Wüste und der Kultur ihrer Bewohner befassen. In Wüstenbildern wie Paysage aux traces de pas ist das Interesse des Künstlers besonders auf den sandigen Boden und das Phänomen des Abdrucks gerichtet, das er auch in späteren Werkserien weiterentwickeln wird. Das sehen Sie beim Bild links, wo man wirklich die einzelnen Fußabdrücke in dieser Sandfarbmasse sozusagen erkennen kann. Als Landschaft steht gerade die karge Wüste als ein markanter Ort, der sich bei Dubuffet grundsätzlich als typisch erweist. Diese Konzeption findet auch ihren Ausdruck in der Werkserie der Paysages grotesques, die 1949 entstehen. Im Beispiel wie das Gemälde Paysage avec promeneur saluant le public, das Sie hier rechts sehen,
trägt der Künstler auf grobes Leinen Ölfarbe dick mit dem Spachtel auf. Dabei ergeben sich unterschiedliche Deckungsgrade der Farbe, in die er figürliche und landschaftliche Elemente einritzt. In einem Gewirr aus Linien und Formen setzt der Künstler Landschaft, Figur und Objekt gleich, wobei der Betrachter visuell gleichsam am Prozess der Bildgestaltung beteiligt wird. So wie Dubuffet in seinen Porträts das Gesicht als Landschaft auffasst, verwandelt sich in der 1950 entstandenen Serie der Corps de Dame der weibliche Körper in eine Landschaft oder wird umgekehrt die Landschaft zum Körper. Entsprechend sucht der Künstler in seinen Corps de Dame, ich zitiere, die scheinbar unlogischen Annäherungen, die man in diesen Akten findet, Texturen, die menschliche Haut evozieren, mit anderen Texturen, die nichts mehr mit Menschlichem zu tun haben, sondern Erdiges suggerieren oder alle möglichen Dinge wie Borken, Felsen, Botanisches und Geografisches. Die schon im Bildtitel formulierte Idee einer Verlandschaftlichung des Körpers äußert sich im Gemälde Corps de Dame Paysager Sanguine et Grenat, das Sie rechts, links sehen, sicher vielleicht das prachtvollste Beispiel aus dieser Serie, auf eine besonders eindrückliche Weise. Ausgerechnet am weiblichen Akt, das in der Kunstgeschichte sicherlich verbreitetste Motiv für die Darstellung von Schönheit, drückt Dubuffet in der Landschaftwerdung des Frauenkörpers seinen radikalen Bruch mit ästhetischen Konventionen und Normierungen in der Kunst aus. Gerade in diesem Corps de Dame gerät der nackte Leib zum geradezu aufgepflügten Acker, der dem Bild auf unregelmäßige Hügel, Grater und Buschwerke eröffnet. So verkörpern die Corps de Dame denn auch eine zentrale Verwandlungsidee des Künstlers, wenn er sagt, was den Zauberer so fasziniert, ist die Verwandlung des Schönen in das Hässliche und des Hässlichen in das Schöne. Aus diesem Vorgang können wir etwas lernen. Im Anschluss an die Corps de Dame realisiert Dubuffet zwischen 1950 und 1952 mit den sogenannten Paysages du Mental eine neue Serie von Landschaftsbildern. Es sind wiederum Körperlandschaften, die Dubuffet gewissermaßen aus den Landschaftskörpern der Corps de Dame entwickelt. Als Mutter Natur eröffnet sich in Natura Genitrix, wie Sie das Bild rechts sehen, dem Betrachter ein flächiges, unterirdisches Erdreich, von farblicher Kargheit. Geheimnisvoll entwachsen dieser Landschaft unförmige, plastische Kreaturen, die im Begriff sind, sich zu verwandeln. Das sehen Sie hier beispielsweise oben, so eine embryonenhafte Figur oben links, die wirklich aus dieser auch Farbmasse herauswächst. Und gerade das ist ein Beispiel, wo man sieht, dass Dubuffets Gemälde oft eher fast Reliefs sind. Und das ist auch der Grund, warum das Original bei Dubuffet so wichtig ist und weshalb wirklich die Bilder kaum zu reproduzieren sind, sondern wirklich live gesehen und praktisch erfahren werden müssen. Dubuffet verlagert in den Paysages du Mental das Bedeutungsfeld vom Geologischen auf das Imaginäre und erklärt dazu, es sind gedankliche Landschaften. Sie wollen die materielle Welt wiedergeben, die den menschlichen Geist beherrscht. Somit dehnt der Künstler mit dieser Serie von Landschaftsbildern die Durchforschung des irdischen Untergrunds auf die Erforschung geistiger Tiefen und Abgründe aus. Mit den sogenannten Battus entwickelt der Künstler 1953 eine weitere Technik im Umgang mit der Farbe. Dafür trägt er eine glatte Farbpaste über nasse Farbschichten auf, wobei die Untermalungen durchscheinen. In die noch cremige Farbe werden dann Figuren und Markierungen flüchtig eingegraben. Motivisch herrschen gerade in dieser Werkgruppe Darstellungen von Landschaften sowie von Tischen vor, die aufgrund ihrer Verwandtschaft vom Künstler auch als Table Paysager bezeichnet werden. Gerade als Tischlandschaften oder Landschaftstische widerspiegeln sie die Überzeugung von Dubuffet, dass sich, ich zitiere, jeder beliebige Tisch für jeden von uns in eine Landschaft verwandeln kann, die so groß und weit ist wie die Andenkette. Auf besonders eindringliche Weise
zeigt sich diese Metamorphose vom objekthaften Tisch zur Landschaft oder die Vermischung von Stillleben und Landschaftsbild in der Gegenüberstellung der Gemälde Table encombrée und La Lande joyeuse, in der nicht zuletzt auch die Wechselwirkung zwischen Figuration und Abstraktion zum Ausdruck kommt. Gerade das Bild links, die Table encombrée aus der Sammlung Paul Scherer, ist zum allerersten Mal überhaupt in einer Ausstellung zu sehen und das freut uns nicht besonders. Während Dubuffet in seinen bisherigen Gemälden auf unterschiedliche Weise materielle Äquivalente von Landschaftsstrukturen im Bild erprobte, findet er in den bunten Schmetterlingsflügeln seiner kleinformatigen Collagen ein Material, das unmittelbar der Natur entnommen ist und die Farbe gewissermaßen ersetzt. Auf höchst erfinderische Weise konstruiert er aus diesen landschaftlichen Elementen menschlich monströse Gestalten und fantasievolle Gärten von zauberhafter Poesie. In fragilen Schmetterlingscollagen wie Paysage aux Argus aus der Fondation Dubuffet, das Bild, das Sie hier links sehen, feiert der Künstler die farbenfrohe, geradezu ornamentale Dimension der Natur und reflektiert dabei auch auf subtile Weise das Wechselspiel von Tod und Neuschöpfung in Natur und Kunst. Das Prinzip, Naturmaterial als Werkstoff einzusetzen, führt Dubuffet etwas später auch in seiner Serie der Element Botanique mit pflanzlichen Fundstücken fort. In Paysage Hermétique zum Beispiel, was Sie hier sehen, kollagiert er verschiedene Laubsorten zu einer Naturlandschaft, die erneut selbst zum eigentlichen Bildmaterial wird. Bezieht sich Dubuffet für seine Schmetterlingscollagen auf ein natürliches Material aus der Tierwelt, so setzt er für seine allerersten Skulpturen gefundene Naturelemente wie Lavastein, Schwämme, Holz oder auch Schlacke ein. Humorvoll nennt der Künstler die daraus entstandenen Figuren Petite Statue de la vie précaire, also kleine Statuen des prekären Lebens. Gerade in der reduzierten Größe, in ihrer drolligen Erscheinung und zerbrechlichen Materialität widersetzen sich diese kleinen Statuetten entschieden dem herkömmlichen Begriff von Skulptur. Charakteristische Beispiele finden Sie hier bei den Figuren Madame Jordan, rechts mit diesem sehr humorvollen Titel, oder auch Saimiri, wo eben Fundstücke aus verschiedenen Landschaften in kleine, faszinierend bizarre Gestalten verwandelt werden. Der Aufenthalt im südfranzösischen Vence regt Dubuffet ab der Mitte der 1950er Jahre zu einer neuen Werkgruppe an, den sogenannten Tableau d'Assemblage. Ausgehend von den Collagen mit Schmetterlingsflügeln überträgt Dubuffet dieses Verfahren nun auf die Malerei, indem er mit verschiedenen Strukturen bemalte Leinwände zerschneidet und zu neuen Bildern zusammenfügt. Dabei entstehen etwa in Le Trierisch Sol, ein Hauptwerk aus unserer Sammlung, auch anthropomorphe Landschaften, wo Strukturen des Untergrunds geradezu menschlich verkörpert werden. Der Boden wird hier zu Mosaik oder Intarsie und die zufälligen Naturstrukturen zum Auslöser künstlerischer Schöpfung. Eine regelrechte Feier des Bodens, eine Célébration du Sol, zelebriert Dubuffet in seinen sogenannten Topographien oder Texturologien. In den Texturologie evoziert Dubuffet Oberflächenstrukturen des Bodens einzig über den gestischen Einsatz von Ölfarbe, mit der er die Leinwand flächendeckend bespritzt, also reine Drippings, das Beispiel hier rechts. Diese erinnern ebenso an gleich unter den Füßen liegenden Kieselsteinböden, wie auch an vollkommen entvölkerte, weit entfernte Sternenhimmel. Gerade im horizontlosen Gewebe der Farbspritzer wird dem Blick jede Orientierung verwehrt. In den dann aus Stücken von Texturologie zusammengesetzten Topografien, wie die Topographie Blonde links, erfährt das Texturbild danach in seiner Zerlegung eine topografisch-kartografische Ausformung. Seinen Kulminationspunkt und auch Endpunkt erfährt das Durchdeklinieren des Materialbildes in Dubuffets sogenannten Materiologie, deren Oberfläche er mit Pappmaché und Silber- und Goldfolie überzieht, sodass reliefartige,
Bilder von größter Haptik entstehen. Auch das sind Bilder, die man kaum reproduzieren kann und wirklich live gesehen werden müssen. Bodenstrukturen werden hier plastisch simuliert und zugleich auch poetisch überhöht, wenn etwa der Künstler in einem vermeintlich leblosen Stück Landschaft die Seele des Untergrundes, L'âme du sous-sol, erkennt. Der Titel des wunderbaren Bildes aus dem Museum of Modern Art hier links. In diesen Materiologie wird der horizontale Boden dann auch endgültig zum vertikalen Bild. In sonderbaren Pappmaché-Köpflingen wie Oberon hier rechts überträgt Buffet schließlich das gestalterische und materielle Verfahren der Materiologie auf die Skulptur und führt darin auch wieder das Zusammenspiel von zwischen Landschaft und Gesicht vor. Die Serie Paris Circus stimmt 1961 einen richtiggehenden Neuanfang in Dubuffets Schaffen an, der mit der Wiederentdeckung einer geradezu explosiven Farbigkeit und einer neuen Hinwendung zur Stadtlandschaft einhergeht. Widmeten sich die Bilder der 50er Jahre vornehmlich dem agrarischen Boden, so konzentriert sich der Künstler nun auf das chaotische Straßenleben einer imaginären Metropole, die von seinem persönlichen Bild von Paris ausgeht. Meine Straße soll verrückt wirken, sagt der Künstler. Meine Chausseen, Läden und Gebäude sollen sich einem ausschweifenden Tanz hingeben. Und deshalb entstelle und verfälsche ich ihre Konturen und Farben. So bevölkern in fantastisch dichten Kompositionen wie Le Commerce Prospère aus dem Museum of Modern Art hier links zu sehen, gnomhafte Gestalten und wie flachgewalzte Automobile zellenartige Aneinanderreihungen von Straßen, Geschäften und Gebäuden. Gleichzeitig frontal und von oben dargestellt, sind sie mit teilweise durchaus humorvoll kritischen Beschriftungen versehen, welche auf die betrügerische und abgründige Seite der modernen Großstadt verweisen. Hier beispielsweise sieht man gewisse Restaurants, die Au Filou heißen, oder Geschäfte mit dem Namen Au Pois Truqué, also die wirklich auf diese betrügerische Dimension der Stadt hinweisen. Die Großstadt ist in Paris Circus ein dynamisches, vielfarbiges Konzentrat aus Kammern, Schächten und Gängen, in denen eine Vielfalt desindividualisierter Figuren gleich einem Termitenvolk in seinem Baum umherdriftet. In einem Zeitraum von rund 12 Jahren entsteht zwischen 1962 und 1974 Dubuffets umfassendster Werkzyklus, den er mit dem eigens erfundenen, mehrdeutigen Begriff Lourloup benennt. Diese gewaltige Werkgruppe, die neben Gemälden auch zahlreiche Skulpturen sowie architektonische Installationen beinhaltet, basiert ursprünglich auf zufällige Kugelschreiberkritzeleien, die der Künstler absichtslos beim Telefonieren gezeichnet hat. Sie bilden den Ausgangspunkt für ein ganz eigenes Bilduniversum, das sich durch stark konturierte, organische Formen auszeichnet, die wie Puzzlestücke ineinander verzahnt sind. In meinem Denken, sagt Dubuffet, sind die Arbeiten zum Lourloup-Zyklus eng miteinander verbunden. Jede von ihnen ist ein Element, das sich ins Ganze einfügen soll. Dieses versteht sich als Darstellung einer Welt, die nicht die unsere ist, einer Parallelwelt, wenn man so will, und diese Welt trägt den Namen Lourloup. Während der inhaltliche Bezug zu Landschaft und Stadt in den frühen bunten Lourloup-Gemälden wie Paysage de Pas-de-Calais offenkundig ist, erscheint bei späteren, durch Farb- und Formreduktion radikalen Bildern wie Site Domestique au Fusil Espadon ein landschaftlicher Zusammenhang eher implizit. Abstrakte Formelemente sind zu einer vexierbildartigen Topographie zusammengeführt, der fortwährend Figuren und Objekte entwachsen. Nachdem sich Dubuffet in früheren skulpturalen Werken seine Figuren aus Naturalien aussucht und zusammensetzt, arbeitet er in Lourloup nun erstmals tatsächlich als Bildhauer. Mit synthetischen, in der Kunst damals völlig neuartigen Materialien wie Styropor, Polyester oder Epoxidharz schafft er eine Vielzahl von Skulpturen, die häufig eine enge Beziehung zur Umgebung eingehen.
Tatsächlich erhebt Dubuffet darin wohl erstmals in der Bilderhauerei überhaupt die Landschaft zum eigentlichen Bildmotiv. Am konsequentesten wird die Verbindung von Kunst und natürlichem Kontext in Dubuffets kultural-architektonischen Installationen spürbar, zu denen auch der berühmte Jardin des Mailles gehört. Es handelt sich um eine der wenigen tatsächlich realisierten Utopien dieser Art. So konnte die Makette von Jardin des Mailles, die wir in der Ausstellung zeigen, in den 70er Jahren tatsächlich als begehbare Monumentalinstallation für den Skulpturenpark des Gröller-Möller-Museums in Otterlo realisiert werden. Als Gesamtkunstwerk geht L'Urloupe am Ende im großen, faszinierenden Bühnenstück Cuckoo Bazar auf, das Dubuffet als animiertes Gemälde versteht und in dem Malerei, Skulptur, Theater, Tanz, Musik und Choreografie in einzigartiger Weise aufeinandertreffen. Während des Spektakels interagierten ursprünglich die zahlreichen kostümierten Figuren untereinander, ebenso wie mit den Bühnenelementen auf der Plattform, so dass sich eine wandlungsfähige Figurenlandschaft entwickeln konnte. In der Fondation Beiler sind 60 dieser Bühnenelemente und Kostüme ausgestellt. Nur selten wurde Cuckoo Bazar in dieser Umfänglichkeit öffentlich präsentiert. Insgesamt wurde dieses Bühnenspektakel nur dreimal produziert, 1973 in New York und in Paris sowie 1978 in Turin. Aus konservatorischen Gründen kann Cuckoo Bazar heute leider nicht mehr als Ganzes aufgeführt werden. Es freut uns daher ungemein, dass die beiden einzigen Kostümfiguren, die nach wie vor animiert werden dürfen, Le Néantaire und Le Patibulaire heißen sie, während der gesamten Ausstellungsdauer zweimal pro Woche, mittwochs und sonntags in der Fondation Beiler, von professionellen Tänzern wieder zum Leben erweckt werden können. Auch sie werden nachher die Möglichkeit haben, die Performance im großen Saal zu sehen. Dubuffets 10 letzte Schaffensjahre zeichnen sich durch eine intensive, geradezu obsessive künstlerische Produktivität und regelmäßig wechselnde Werkgruppen aus. Zu den wichtigsten gehört die zwischen 1975 und 1978 erarbeitete Werkgruppe der Théâtre de Mémoire. Tatsächlich lassen sich Dubuffets großformatige Bildcollagen wie hier Mail Moment oder Argument et Context als Konzentrate von Selbstzitaten vergangener Bildserien lesen, in denen sich aber zugleich auch Inhalte der letzten Werkgruppen ankündigen. So eröffnen diese farbintensive Bildwelten ausdrucksstarke Landschaften des Gedächtnisses. In der ab 1983 realisierten Serie der Mir, wie er sie nennt, legt Dubuffet über eine weiße oder gelbe Fläche rote und blaue Pinselstriche so an, dass ein dynamisches Farbennetz entsteht, durch das eine Fokussierung des Blicks auf einen Punkt hervorgerufen wird. Besonders eindrücklich wird dies am Beispiel des 8 Meter langen Le Cours des Choses aus dem Centre Pompidou vor Augen geführt, dass der damals schon betagte Künstler, der sich am Ende seines Lebens kaum noch bewegen konnte, aus zahlreichen einzelnen Papierelementen zusammensetzte und zu einem letzten großen abstrakten Bildpanorama zusammenfügte. Ein vergleichbares Kompositionsprinzip wendet Dubuffet schließlich auch in seiner letzten Werkgruppe an, den sogenannten Non-Lieu. Der Untergrund erscheint jetzt aber schwarz, wie es exemplarisch Le Circulus hier rechts vor Augen führt. Der juristische Begriff des Non-Lieu überführt nicht nur den Ort in einen Nichtort, sondern steht bei Dubuffet auch für die Einstellung eines Verfahrens. Darin reflektiert schließlich der Künstler ganz am Ende seines Lebens über den Abschluss seiner eigenen künstlerischen Arbeit. Gerade das Transformationspotenzial der Landschaft verweist in Dubuffets Werk auf eine grundsätzliche Relativierung kultureller Konventionen und folgt darin den Grundsatz künstlerischer Freiheit und Reflexion. Ausgehend von der Bedeutung der Landschaft schreibt Dubuffet im vorzeitigen Rückblick auf sein Schaffen denn auch: Ich glaube,
In meinen Arbeiten ging es immer darum, darzustellen, woraus unser Denken besteht. Nicht die objektive Welt darzustellen, sondern das, wozu sie im Denken wird. Vielen Dank. Applaus